Hallo und herzlich willkommen zurück zum RVZ Together. Wir sind wieder da. Ich werde jetzt hier die Reaper aufrüsten. Was machst du eigentlich gerade? Ich gehe Rosen sammeln. Stimmt. Du warst ja aber dein Röschen. Knarf. Ich komme mir gerade so geschändet und gedemütigt vor, das ist... So Leute, wir werden die Dinger jetzt mal hier aufwerten. Dazu muss ich jetzt gerade aber mal eben kurz gucken nochmal, wie es ging. Das war ja nicht hier drin gewesen, oder? Oder doch? Quarz? Andersrum? Ich habe mir mal einen Wegpunkt gesetzt, das weiß, wo die Scheiße ist jetzt. 600 Meter muss ich jetzt weit laufen dafür, das kann nicht so wahr sein. Das kann eigentlich nicht hier drin gewesen sein, Leute, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das müssen wir anders machen. Da muss ich mal kurz gucken. War das hier? Toolforge? Alter, geht das flott hier. Der Mining Laser ist mal cool. Ja, der ist schon recht cool, das muss ich wohl sagen. Repair and Modification. Okay. Guck mal einer an. So, da haben wir es doch. So, und zwar durch diesen Quarz kriegen wir nämlich jetzt nochmal ein bisschen Schärfe mit dazu. Das ist jetzt Sharpness, was ich da jetzt draufballer. Ihr seht schon, wenn wir das Ganze machen, haben wir noch zwei Modifizierungen offen. Also ich nehme es einmal raus. So, jetzt haben wir hier die Modifizierung drauf. Also ich das einfach mal das in die Landschaft gefräst hier. So, Datei können wir da mal rausnehmen. Und zwar mache ich das jetzt nochmal. Jetzt haben wir nämlich noch eine Modifizierung offen. Aber da machen wir jetzt nämlich kein Sharpness mehr drauf, sondern da machen wir jetzt... sag mal schnell hier Auto Repair drauf. Das mache ich jetzt erstmal auf beide hier. So, ich komme mal zurück mit Rosenrot. Ja. So. Ja, zurückklatschen. Ach, wenn wir jetzt schon ein Chatpack hätten, ach, wäre das schön. Ja, das stimmt. Das wäre schon schön. Ja, ich baue jetzt nämlich mal eine Ladestation mit Adapter, die ich dann immer, dass ich mir das Ding, nachdem ich ja den anderen zerlegt habe jetzt, die MFU zerlegt habe, eine MFE, dass ich das Ganze über den Reaktor einfach aufladen kann. Ja. So, jetzt haben wir das da jeweils zweimal drauf. Jetzt muss ich mal kurz gucken mit dem Auto-Repair, da musstest du nämlich irgendwie so einen Schleim oder sowas herstellen. Okay. Ja, das war irgendwas gewesen. Ich weiß nicht, ob es der normale Slime war. Muss ich jetzt erstmal gucken. Ich habe mal Zertus-Quarz wieder mit hier, da wir da mal immer chronische Mangelware dran haben. So. Autumn Repair. So, da brauchen wir dieses grüne Kügelchen hier, Leute. Attack Moos. Ah, genau. Wir brauchen diesen Moos dafür. Und den Moos musste man herstellen. Ach ja. A Ball of Moss. Okay, dafür brauchen wir Mossy Cobblestone. Du musst einen Pflasterstein, kannst du aber relativ leicht herstellen. Wenn sie das in dem Modpack nicht umgekrempelt haben. Weißt du noch, wie das ging? Ja. Einfach Steine hinbauen und Wasser drüber laufen lassen. Steine hinbauen, normale Cobblestones, ne? Ja, genau. Einfach... Ja, ob das Cobble oder Cleanstone sind, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es geht nicht. Ich probiere es aus. Steine hinbauen, Wasser drüber laufen lassen und dann hast du bei Moos einen Pflasterstein. Im Normalfall. Allerdings weiß ich auch nicht mehr, ob das stehendes Wasser oder fließendes sein muss. Aber kann man ja austesten. Ja, richtig, genau. So. Aber ich weiß, es muss auf jeden Fall oben draufs Wasser. Also nicht einfach irgendwo eine Wasserquelle nehmen und Steine reinpacken und meinen, es geht. Das funktioniert nämlich nicht. Ich guck mal eben kurz, dann müsste ja, wenn ihr auch im Rezept mit drin sein. Theoretisch. Mossy Stone. So. Hey, ich bin gleich Ball wieder da. Ball of Moos. Okay, das kannst du mit diesem Moos und Dingens herstellen, aber wie du den wiederum herstellst... Ja, mit meinen Redstone-Barren, das war ja auch nicht angegeben, wie man die herstellt. Ja. Habe ich jetzt auch googeln müssen in der letzten Folge, von daher... Okay, ich probiere das einfach mal mit dem Cobblestone aus. Also sagst du Cobblestone hinsetzen und dann darauf einfach Wasser kippen oder was?
Cobble oder Clean, eins von beidem. Ich meine, es wird aber auch mit Cobble gehen. Da lässt man dann Wasser drauf laufen und dann kriegt man beim Muss einen Pflasterstein. Wenn sie es nicht rausgenommen haben. Gut, ich komme mal mit dem Eimer Wasser zurück, wenn nicht, dann kannst du mir dann mal kurz zeigen, wenn ich da irgendwie falsch machen sollte. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe es nämlich noch nicht so gemacht. Also ich weiß wohl, es ist in einigen Modpacks ist es mit drin, wie jetzt in Minecraft 1.8, dass du einfach diese Vines genommen hast und damit eben halt den Mossy Cobblestone hergestellt hast. Ja. Ach, das war der Spawn, das war gar nicht das Biom hinten. Also ich habe da was drüber gekippt, das ist immer noch normaler Cobblestone. Ja gut, wie gesagt, kann auch sein, dass sie es rausgenommen haben, weiß ich nicht. Autsch. Warum ist hier so ein sauber gefrästes Loch drin? Kannst du mal kurz kommen, dann kannst du mir vielleicht mal... Bin auf dem Weg, ja. Gut. Also ich meine, dass das so ging, das ist keine 100% Garantie, dass das so ging, aber ich meine, das wäre so gegangen. Bei Mossy Stonebricks haben wir aber auch nicht so viele. Drei Stück haben wir. Die haben aber, glaube ich, abgebaut. Ja, da hätten wir vielleicht mal ein bisschen was mehr abbauen sollen, ne? Da kriegt man auch Fäden raus, okay. Aha, gut. Ja, ich muss erstmal hier... Da sind wir doch. Vor allem Moos haben wir nicht da. So. Warte mal, wir haben doch Internet. Genau, weil ich kann ja gerade nicht gucken, sonst ich ständig Aufnahme machen. Ja, deswegen nehme ich einen Fenstermodus auf. Das ist das Erste, was ich gucken musste. Bewusster Pflasterstein. So, gucken wir mal. Also ist schon mal mit Cobblestone. So, lade schneller, komm, bau die Seite auf, ich hab eine 50k-Leitung, komm, lass knacken hier. So, ja, scheiß Werbefenster geht natürlich instant auf, das ist klar. Ja, das ist klar. Weiterleitung mit Monsterbruchstein, okay. Ah ja. So, wie geht denn das? Mit Ranken und mit Bruchstein, also mit Cobblestone. Guckst du im normalen Minecraft-Wiki? Ja. Ja, da darfst du nicht gucken, weil das geht erst ab der 1.8. Ach da, Beta 1.8 im Süß. Du musst dann für Vizebeast mit dabei schreiben. Gut, warte mal. Google. Du musst der Pflasterstein, Vizebeast. So, gucken wir mal. Oh ja, ich mache jetzt ein Video auf. mit Version 1.8 Feed the Beast Aquarian Skies. Nee. Hilft nicht wirklich. Warte mal. Heißt er jetzt vielleicht anders da? Nö, für Moster Pflasterstein. Moos. Ach so, da muss man aus Moos herstellen. Und wie macht man Moos? Warte mal. Move Minecraft. So. Zeig mir, wie man Moos herstellt. Mossstone. Minecraft Wiki. Ich bräuchte Moos von Biomes O'Planty, weil dann kann ich das nämlich mit diesem Moos herstellen. Biomes O'Planty. Kicken wir mal. Planty. So. Moos. Biomes O'Planty Wiki. Na, das hilft doch mal. Moss. So. To make green dye, muss ich kommen. Ah, das müssen wir finden. Kannst du nur finden, ne? Steht denn da, wo du das am häufigsten findest? Ja. Bestimmt irgendwie im Sumpf oder so, ne? Richtig. Gut. Super, ich bin an zwei Sümpfen vorbeigelatscht. Weißt du noch ungefähr, wo die sind? Nee, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wo ich die habe. Wo die waren. Weidenholz. Ach, scheiß Spinnenseite. Na gut, Leute, dann gehen wir mal los, dann suchen wir mal einen Sumpf, und dann gucken wir mal wegen Mossy Cobblestone. Vielleicht finden wir ja was, vielleicht haben wir ja Glück, weil dann können wir uns nämlich wirklich die Dinger nämlich schon fertigstellen. Die sind nämlich jetzt so gut wie fertig. So.
Ich weiß immer nicht, Leute, wie das aussieht mit der Modifikation, wenn die Schwerter schon mal benutzt wurden, ob man die dann noch weiter modifizieren kann oder ob es dann nicht mehr geht und die man erst reparieren müsste. Gib mir mal Engineer's Toolbox. Wo war denn das Scheißding hier? Stand denn da irgendwie genau mit dabei, ob das Zeug irgendwie am Boden wächst oder was? Senkrecht an Bäumen findet man es meistens. Senkrecht an Bäumen? Ja. Also da im Prinzip auch, wo du die Vines normalerweise auch herfindest. Genau. Gut. So, mach mal Glasscheiben. Da. Glowstone. Engineers. Da, so. Einmal. Alter, was ein Gecraft, ey. Das ist doch krankhaft. So. Was für ein Scheißding wollte ich jetzt wieder bauen? Multi... Smelter. Was fehlt da jetzt? Oh, warte mal, Vines findest du doch auch im, sag mal schnell hier, im Dschungel. Das könnte vielleicht auch sein, dass wir dort vielleicht auch das kannst Moos du probieren, ne? finden. Mit, ja, mit Vines kannst du die Mossy Stones auch herstellen. Ja, aber nur mit Minecraft 1.8. Achso. Okay. Ich guck rein mal kurz. Nee, mit normalen Vines steht hier nichts, also. Das muss dann tatsächlich schon dieses Mooszeug sein. So. Haben wir jetzt endlich alles? Alter, was ein Gekloppe hier. Mein so ein scheiß Ding zu bauen. Endlich. Ich pack's ja nicht. So. Du willst mich echt fertig machen. Leute, das wäre schon cool, wenn wir das jetzt hier in der Folge finden würden, weil dann kann ich nämlich wirklich die Dinge eigentlich mal fertigstellen. Das wäre echt cool, wenn wir jetzt schon mal die Schwerter hätten. Weil dann könnte ich nämlich das nächste Mal nämlich, Leute, könnte ich dann nämlich hingehen, entweder alleine oder der Shanae hilft mir und dann gehen wir nämlich in die Hölle zusammen und gehen dann da nämlich mal ein bisschen Kobalt und Ardite farmen. Damit wir uns nächstes Mal auch die ganzen anderen Werkzeuge herstellen können, so wie diesen Superhammer, wo man direkt im Viererfeld Blöcke abbauen kann und sowas eben halt alles. Das ist ziemlich geil. Wie kann ich den scheiß Engineers Toolbox-Dinger da festmachen? Von was für Mod sind die? Von Engineers Toolbox. With other machines. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich guck mal, Socket. Modular Socket. Medium Glass. Da brauchen wir dann auf den Alter. Was eingecraftet. Modular Socket. Ups. Hier ist ein Schankladefehler, aber was für einer? Ja. Mhm. Gold Nugget Redstone. Ja Leute, da sollten wir außen rumgehen, aber wenn man da zu lange reinguckt in sowas, da ist man nämlich schon öfters mal Minecraft und alles abgeschmiert. So, kann man damit jetzt das Ding hier setzen oder was? Modular Socket. Ah. Multismelter, okay. Mal interessant, kann man das damit abbauen? Ja. So. Energie. Mein Gott, ey, hier muss ja mal irgendwann was Sumpfiges kommen, ey. Sollte, ja. Oh, dreh das Scheißding doch mal um. Du willst mich echt fertig machen. Scheißding. Ach, Leute, wir werden einen Weg nach Hause haben. Das wird schon immer schön sein. Wie kann ich das... Alter. Okay. Ich kapiere das Scheißding ja nicht. Hier habe ich schon mal Modder. Dann heißt das, das ist schon mal nicht verkehrt. Kriegen wir auf jeden Fall schon mal so einen Modderball raus. Aber man nicht. Ich will ja Moos haben und kein Modderball. Smelter. Input Inventory 1 und 2. Scrub, auch nicht schlecht. Wie lad... Hä? Das Ding kriegt ja gar keinen Saft hier. So, jetzt mich verarschen oder was? Teil will mich echt fertig machen. Kann doch echt nicht wahr sein.
Ach Leute, ich will doch nur Moos haben. Ich will doch nur einen Redstone-Bach. Ich will doch nur so einen scheiß roten Bachen haben da. Sweet Redstone Ingot. Ja. Kann ich nur über Engine das Toolbox bauen. Oh, weißt du was hier? Multismelter, ja, Multismelter am Arsch. Scheißding. Funktioniert ja nicht mal richtig hier. Och, Mann. Machen wir jetzt eben mal anders da. Le Generator. Ach lol, weißt du, wo ich jetzt bin? Da, wo wir ganz am Anfang gespawnt sind. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Tja. Ja, das ist, keine Ahnung. Kannst du mir gerade sagen, wie lange wir schon aufnehmen? Also bei mir steht immer mit 16 Minuten. Genau. Gut, dann stimmt das ja. Geothermalgenerator. Ja, nee, wenn sonst nichts ist. Eisenplatten, eiserner Ofen. Okay, gucken wir mal, ob wir den gebaut kriegen. Ja, lol. Ach, lol. Was denn? Wie geil. Freust du dich gerade wie so ein kleines Schulmädchen? Was ist los? Ich habe hier gerade einen Grabstein von mir gefunden. Oh, packen aus, vielleicht ist noch was da. Ich habe gerade erstmal Screenshot von gemacht, das kommt auf jeden Fall aufs Thumbnail. Hey. 3, 4, 5. Ach lol, da sind die Bücher drin, die ich die ganze Zeit gesucht habe, weil jeder kriegt da diese Bücher hier. Ja, WTF, was haben wir denn da noch alles? Ey, lol. Ja, lol, Materials in You, als hätten wir da nicht schon genug von, aber das ist noch das Normale, was noch nicht umgewandelt wurde und so. Ja. Komm weg. Ach, Rotary Craft Handbook. Ja, das ist nicht schlecht, Leute. Das sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Lol. Ja, bestimmt nicht, das war mir klar. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das gegangen wäre. Mann. So. Also, jetzt hier. Le Generateur, den da. Drei Eisenplatten und eine Batterie. Wir gehen mal wieder in die andere Richtung, Leute. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir noch irgendwie noch in der Folge doch noch einen Sumpf finden und somit auch noch ein bisschen Moss. Ja, dann hoff mal weiter. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Eisen, ein Hammer. Ja, Leute, das ist ein wahres Wort, was wirklich so ist. 2, 3. So, wie viel brauchen wir jetzt für diesen Scheißgenerator? Ja, das. Ja. Generator, 3 Eisenplatten, na perfekt. Batterie, 3 Eisenplatten, warms. So. So, dann machen wir jetzt erstmal ein Boot. Grün war Eingang. Richtig? Weiß nicht. So. Also das Aluminium. Weg. Ach, ist das lange her, das war ja so gewesen, stimmt ja. Kohle. Dann ein paar Blöcke. Ach, so Leute, das geht nämlich schon schneller, wieder die ganze Zeit immer rüber zu schwimmen. Und rein damit. So. Der produziert EU. Genau. Kannst du gleich mal kurz pennen gehen? Vielleicht. So, der lädt sich auf, wunderbar. Gut. Können wir eben knacken. Jo. So. Jo, perfekt. So, ich habe mal kurz eine andere Generator-Kombi gebaut. Jo, wenn es funktioniert. Ja, funktioniert. Wunderbar. Ich habe doch mal kurz einen 10 EU-Generator hingepappt und eine Badbox gebaut. Ja. Damit wir den Bergbaulaser da schneller aufladen können. Och nee, oder? Ich kann ihn in der Bedbox nicht aufladen. Du willst mich reich verarschen. Ja, du musst einen bauen. Du musst einen MFE bauen. Deswegen hatte ich auch einen gebaut. Leck mich doch. Aber die, Alter, baust du jetzt. Die habe ich letztes Mal schon zweimal craften müssen. Das
Super, für was habe ich jetzt die scheiß Badbox? Ja, wobei, geht ja. Badbox kann ich die Energie weitergeben. MFE. Ja, wir brauchen Diamond Dust. Haben wir noch Diamanten? Ja, im System meine ich. Ah ja, da. So. Okay. Kann ich nicht abbauen? Warte. So, Kompressor und Zerkleinerer sind voll. Sind das Kupferkabel? Kupfer. Ach komm schon, ich brauch da nur so einen Scheiß um. So, Zerkleinerer, Diamanten. Wie viel muss ich denn da schreddern? Ich weiß es gar nicht. Du brauchst 3 Dia Dust für einen diesen Energy Crystal. Alter, dauert das. Ja. Was meinst du, warum ich mich letztes Mal so abgefuckt habe, wie ich das gecraftet habe? Viel Spaß. Okay, ein Diamond Dust. MFE, so, wie viel brauche ich denn da? 4 Energiekristalle. Energium Dust brauche ich 9. Ich brauche nur 4 Diamantstaub. Und aus 9 Energium Dust kriegst du ein Kristall. Das ist schlecht. Alter. Mal, das wäre einer, zwei. Alter, du brauchst ja Diamanten ohne Ende. Ja. 16 Dias, Alter. Deswegen, nächstes Mal alles nur noch mit der passenden Wrench abbauen. Ja. Bauen wir es halt nochmal, ist doch egal. So, im Kompressor muss ich dann. So, mal kicken. So, Energiekristall. Genau, dann mach ich dann die Mischung und mach die Energiekristalle daraus. Aus denen kann ich dann die MFE basteln. Gut. Isolierte Goldkabel, das ist kein Hexenwerk, das kriegen wir hin. Musst du gucken, ich meine Goldkabel waren sogar noch vorrätig. Goldkabel, ja, ich brauche aber isolierte. Achso, ja. Brauche ich Gummi, mache ich gerade. Kabel, brauche ich jetzt 2 Gummi für, Tatsache. Oha, wie viele Ozelote hier einfach mal sind. Nee. Also war doch jetzt im System. Ah ja. Gut. 4 isolierte Kabel kriegen wir hin. Da noch eins. So, gib mir noch ein Gummi, dann haben wir es. Ich weiß nicht, was du willst. So eine Mega-Crafterei ist das jetzt auch nicht. Da habe ich schon Schlimmeres zusammengebaut. So, Diamantstaub. Ja, komm, wir gucken mal in das Dorf hier rein, Leute, jetzt wo wir schon mal hier sind. Kabel habe ich. Ach ne. Oh, Mann, 8 jetzt Eisenplatten. Geh doch an der Seite da. Alter, haben die viele Patterns hier drin. Ein Eisen scheitert jetzt, das war mir fast klar. Scheiße. Es hängt nur am Eisen jetzt. Ja, das stimmt. Kaktus-Pen? Okay. Ich nehme das Teil mal mit, Leute. Lass mal das Ding hier für da. Ich lasse mal ein bisschen so meinen Müll hier, Leute. Wenn man schon mal da ist, ne? Ja, richtig. So, den so. Rest. Und der Zerkleinere hat keinen Saft mehr. Es ist doch witzlos. Boah, weißt du was? Jetzt habe ich die Bedbox gebaut, jetzt nehme ich es auch. Kann ja nicht sein hier. Kaktus so. Sein in Head. Probieren wir jetzt einfach mal kurz mit an die Kabel hier ran. Ja, weil das mit dem Solarmodul, das kannst du ja mal stecken. Naja, das ist ja. Also das Solarmodul müssen wir auf jeden Fall hinter noch bauen, das geht gar nicht anders. Nee, das kleine, wo du jetzt da gebaut hast, das mit 1 EU, da kommst du überhaupt nicht vorwärts. Achso, ja klar, das ist scheiße, da muss ich dir recht geben. Guck mal, auf einmal lädt das Ding auch richtig auf hier. Also hier können wir hinterher auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil hier haben wir auch diese Bienenstöcke und sowas. Weil Bienen werde ich mich hinterher auf jeden Fall mit beschäftigen. Ja, mach das.
Ist so. Ihm halt ein sehr trockenes Thema im Prinzip. Ja, ne? Ich weiß es. So. Na Leute, da muss ich dann mal gucken, wie ich das dann am besten mit euch mache. Ob ich das dann irgendwie immer nur so zeige, wenn ich dann offline ein bisschen wieder was erreicht habe oder sowas. Müssen wir dann gucken, wenn wir dann soweit sind, weil da müssen wir auch erstmal Rohstoff und alles hier haben, weil dann will ich mich dann mal um sowas da kümmern. Jetzt noch nicht. Ich brauche jetzt irgendwo Eisen her. Eisen, ja, da musst du wohl in die Höhle gehen, ne? Weil so viel haben wir nicht mehr. Wir haben gar nichts mehr. Ja. Molten Manillium, guck mal. Ich guck mal, irgendwo ein paar Eisen werden wir irgendwo schnell rausgepopelt kriegen. Ja. Iron Scrap, okay, dann nehme ich mal mit. Ich will jetzt die MFE nämlich fertig bauen. Ich lass mir hier nichts nachsagen. Was Kupfer? Kies, Scheißdreck da. Ach Kohle stimmt, die hätte ich ja schon geguckt. Ja Leute, dann können wir jetzt wieder in Richtung Heimatweg laufen. Da muss ich mal gucken, ob wir da vielleicht mal dann irgendwie noch mal Glück haben und das Ganze finden, weil eigentlich will ich die ja schon noch diese Folge irgendwie fertigstellen. Aber ich glaube nicht, dass wir noch so viel Glück haben und jetzt noch irgendwie Moos finden. Hm. Ach, jetzt bin ich in diese Poisonblumen reingelaufen, ey, da kriegst du voll den Schaden, ey. Ja, super, ein Sandbiom. Ach ja, das war ja das hier. Aber der Map Generator meinte, er muss einfach mal einen Querschnitt hier durch die Karte machen. Es hat was, es sieht schon cool aus. Ja, das stimmt. Dein ist Zertusquarz, das publish ich gleich mal raus. Wenn ich schon da bin, hallo? Ja. Wo ist eigentlich mein Schwert, was du mir geben wolltest? Nur kann ich dir sagen, also guck nicht so lange in diese Querschnitte rein, weil dadurch sind also mir persönlich schon öfters Servern alles durch abgeschmiert. Nö, nö, da hat die Karte einfach hier quer durchgefressen. Ist einfach senkrecht abgeschnitten, aber sie ist, ich kann ganz normal betreten. Ach so, ganz normaler Fehler, kein Schankladefehler. Das ist kein Schankladefehler, nein, nein. Der Map Generator hat einfach gemeint, so, und hier habe ich keinen Bock mehr Sand zu machen, jetzt machen wir wieder Steine hin. Kommt vor. Oh, oh, Alter, eine riesige Sandhöhle, lass ich jetzt mal einstürzen. Ja, das macht immer Spaß. So ein riesiges Loch hier irgendwo mitten in der Sandwand. So. Ach, bau dich da hoch, komm. Was haben wir hier? Koppel da. Ne, zack. Das Wasser sieht giftig aus, Leute. Da will ich nicht unbedingt dran baden. Bescheidener gehen. Bienenstock. Ach scheiße, das sind Cobbles, wo der Grafikfehler war. Och, Mensch. Das ist schlecht. Kannst du den Spaß versaut hier, Penner. Ich will doch nur Eisen haben. Nein. Kohle, Quarz ohne Ende. Reingehen. Aber da passiert nichts. Okay, das Wasser ist nur ein bisschen so scheiße. Also... ich glaube, das ist ein Sumpf. Cotteo. Wasser, das ein bisschen so scheiße ist, kenn ich auch noch nicht. Ja, das war denn? Mir jetzt auch was ganz Neues. Da haben wir schon mal Eisen. Was sind das für Steine hier, Alter? Hä? Egal, erstmal Eisen rauspulen. So, Leute, jetzt müssen wir das Zeug irgendwie an den Bäumen finden. Na, jetzt lass mich doch. Direkt dich raus. Ja, Moos! Jawohl, das kann ich auch so abbauen. Kannst du ja, hätte ich auch so sagen können. Gepizzafels. Ja, nicht so abbauen kannst. Was ist denn ein Gepizzafels? Fett. Ja. Gepizzafels, da heißt so, ich kann nichts dafür. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Alter. Irgendein ausländischer Pizzabringdienst? Nee, nee, nicht Pizza. Wie Spitzer. Bloß mit Ach G so, statt mit Spitzer. G. Ja, Spitzer. Ja gut, vielleicht war da so ein Spitzer. Schon ein Spitzerstein, oder? Das spitze Ding ramm ich dir mal in den Arsch. Muss ich deine Vorlieben hier breit treten? Muss ja nicht jeder mögen. Das war nur deine Vorlieben, mein Lieber. Alter, was für Höhlen sind das hier, bitte? Ja, super, Arschlochhöhlen sind das. Arschlochhöhlen? Setz eine Fackel rein, läufst du 6 Blöcke weit, fertig. Ah, du bist ja eklig. Das war die ganze Höhle. Du willst mir ja Dinger ungespitzt in den Arsch rammen, oder? Ja, ja. Aber ganz ungespitzt. Alter, hier sind auf einmal Krater mitten in der Landschaft.
Ja, ist doch mal was Neues, ne? Wahnsinn. Mal, die Dinger wachsen ja in diesem Willowwood. Soll ich davon mal ein Sapling mitbringen? Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir das auch irgendwie normal angepflanzt kriegen. Ich meine, den Baum definitiv, aber dass wir dann vielleicht Glück haben und daran Moos wachsen kann. Können wir mal probieren, ja. Wäre auf jeden Fall dann mal eine Möglichkeit, ne? Kannst ja aber auch mal einen Wegpunkt dorthin setzen, dann wisst man, dann finden wir das Ding wenigstens wieder. Oder so. Das ist, ja, das reicht ja auch. Guck mal, das sind 451 Meter vom Haus entfernt, das geht. Ja, also mein Rosenrot, oh Rosenrot, ist weiter weg. Ja, siehst du mal, dann können wir das doch mal machen, Leute. Dann machen wir hier mal eben kurz einen Wegpunkt hin, wenn ich denn. Ah, da war's. So, New Waypoint. Moss. Achso, ja, ich laufe immer in die falsche Richtung zu unserer Hütte, das ist nervig. Ja, das glaube ich. Weg, 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 weg. So, wie viel Moos haben wir denn jetzt? 8 Stück. Ja, komm, Leute, das reicht auf jeden Fall erstmal zum Aufrüsten. So. Zacki, zacki, zacki. Na, natürlich wieder hinten dran gesprungen. Machen wir halt eben so. Oh, Leute, ja, So. komm, Leute, ich war gerade gemein zum Schanae mit der Aufnahmepause. Wir machen jetzt eine Aufnahmepause, weil wir haben jetzt die 31 Minuten erreicht. Und dann 15 sieht man dann Minuten, wie erst in der immer, schon seit nächsten der Folge, ersten wie ich das Folge. Ganze upgrade. 15 Minuten, wie immer, seit der ersten Folge. Wir haben uns stur Ja, dran gehalten. siehst du, aber klappt doch. Jetzt klappt mit den 31 Minuten nochmal. Siehst du, musst du nur Das 15 haut hin, Minuten das sagen. stimmt. Nein, Leute, bis gleich. Bis gleich. Tschüss.